Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP-Laptop und zwar ein Spectre. Das genaue Modell ist ein 13AF0 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr diese Modellnummer finden könnt. Aber zuerst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die ganz genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, relativ klein geschrieben hier oben. Und mit dieser Nummer könnt ihr auch super einfach alle Ersatzteile bei uns im Shop finden. So, bevor man jetzt das Gerät aufschrauben kann, muss man zuerst mal die Gummischienen hier abnehmen, was ich jetzt hier schon getan habe. Die liegen hier drüber und die kann man einfach von außen, von Hand oder mit einem Gegenstand so ein bisschen aufhebeln und danach kommt man an die Schrauben ran. Ich habe die jetzt schon mal gelöst. Und dann können wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Hier zum Beispiel kann man das ganz gut sehen. Und auch hier sieht man die Verbindungslinie ziemlich gut. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ansonsten ja einfach mit sehr viel Geduld hier vorgehen. Ich mache das jetzt deswegen auch mal im Schnelldurchlauf. Und wie man sehen kann, ja, mache ich das einfach ganz ruhig und vorsichtig. Aber das Grundprinzip bleibt, leicht unter das Gehäuse und versuchen das nach oben zu hebeln. Und ja, irgendwann hat man das dann auch geschafft. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr die auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Das ist in dem Fall ein Kippstecker, also nicht einfach am Kabel ziehen. Erst nach oben klappen und dann kann man das Kabel einfach stressfrei entfernen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen, die auch alle mit M2 auf dem Akku selber markiert sind. Und danach kann man den Akku nach oben aus dem Gerät nehmen. Der sitzt manchmal ein bisschen fest, ist nicht schlimm. Einfach da so ein bisschen drunter greifen und den lockern. Und dann kann man den einfach aus dem Gehäuse nehmen und gegebenenfalls austauschen. Der RAM ist bei diesem Modell aufgelötet, direkt auf die Platine. Ich kann euch das auch mal zeigen. Der ist hier unter dieser Metallabdeckung. Und ja, das heißt, man kann den nicht einzeln tauschen oder erweitern. Hier sehen wir die SSD. Die ist direkt über dem Touchpad. Und um die auszutauschen, muss man nur die Schraube hier lösen. Und dann kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln. Einfach drunter greifen und ja, ein bisschen hoch.
und dann kann man die aus dem Slot ziehen. Ja, die SSD kommt jetzt einfach genauso wieder rein. Einfach in den Slot reinstecken, mal ein bisschen nach unten drücken. Dann kann man die wieder verschrauben und dann ist das auch getauscht. Wie gesagt, das Touchpad ist direkt darunter. Das wird von den drei Schrauben hier oben und der hier unten gehalten. Und man muss auch die SSD-Halterung rausnehmen. Die wird hier von den beiden Schrauben da gehalten. Das heißt, die SSD selber muss man nicht rausnehmen. Es reicht, wenn man die Halterung rausnimmt. Und natürlich auch das Kabel. Das ist auch ein Kippstecker, das heißt nach oben klappen. Dann kann man das Kabel lösen und später auch wieder verbinden. Dabei eigentlich nur darauf achten, dass das Kabel bis zu dieser Linie wieder im Stecker sitzt. Ich nehme dafür jetzt hier eine Pinzette, dann geht das einfacher und man sieht es auch besser. Und dann einfach wieder zuklappen. Die Lüfter bei diesem Gerät kann man auch einzeln tauschen. Dafür löst man die Schrauben hier. Und man muss hier beide Steckverbindungen zum Mainboard lösen. Auf der anderen Seite läuft das genauso. Da hat man zwei Schrauben. Die eine ist hier unter diesem Stecker, unter dem Etikett. Die beiden schraubt man raus. Und dann kann man den Lüfter in die Hand nehmen. Und der kommt so auch besser an die beiden Stecker dran. Die sind nämlich wirklich super klein und da die Kabel sehr dünn sind, sollte man da nicht direkt dran greifen. Besser ist es da, den Stecker von der Seite zu fassen und rauszuziehen. Das zeige ich hier jetzt nur exemplarisch. Und ja, beim Wiedereinbau das gleiche umgekehrt. Da würde ich auch erst die Steckverbindungen wieder einstecken. Und danach kann man den Lüfter einfach wieder reinlegen. Genau da in die Ösen. Dann wird das wieder verschraubt. Und ja, mit ein bisschen Geduld kriegt man das eigentlich sehr einfach hin. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und ja, am Ende natürlich nicht vergessen, auch den Stecker wieder zu verbinden. Und wie gesagt, auch das ist ein Kippschalter. Schaut, dass der offen ist, nach oben zeigt. Dann kann man den einstecken, bis er richtig drin sitzt und dann einfach nur nach runter klappen und ja, dann sitzt die Verbindung wieder. Gut, ähnlich wie schon beim Öffnen ist auch beim Schließen des Geräts ein bisschen Geduld vonnöten. Das sitzt super fest überall. Ich empfehle das von oben einzuhaken und da auch direkt zu schauen, dass das in der Mitte richtig drin sitzt. Und dann einfach fest überall zudrücken. Und ich meine tatsächlich fest, man braucht da wirklich richtig Kraft teilweise. Wie gesagt, da macht man nichts kaputt, aber auf jeden Fall überall einmal um das Gerät herumgehen und einfach richtig kräftig alles zudrücken. Ja, und wie ihr seht, mache ich auch das im Schnelldurchlauf. Das kann sich ein bisschen ziehen, aber man sollte da schon drauf achten, dass das wirklich alles wieder geschlossen ist. Ja, dann muss man eigentlich nur noch das Gerät wieder verschrauben. Und falls die Gummischienen nicht mehr richtig halten sollten, kann man das mit doppelseitigem Klebeband wieder neu verkleben. Und ja, dann hat man das eigentlich auch erledigt. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.